Hallo und herzlich willkommen zu einem Tutorial vom City Bus Manager. Und zwar, wie man im Titel wahrscheinlich unschwer erkennen kann, handelt es sich hierbei um das Busse lackieren. Das Besondere an diesem Spiel ist, man kann seine eigenen Busse designen, diese kaufen, man kann diverse Repaint-Vorlagen sich ins Spiel importieren lassen. Sei es über Steam Workshop, sei es wahrscheinlich wird es auch andere Wege geben, aber Steam Workshop ist das einfachste, was geht. Und das geht hier mit jedem Bus. Die das Spiel wahrscheinlich spielen, wahrscheinlich ist das dann der größte Teil, der sich das Video anguckt. Es gibt zwei Methoden, sein Repaint zu erstellen. Das eine ist, indem man jetzt sagt, hier kann man, wählt man sich so ein bisschen seine Farben aus, die man gerne hätte. Gegebenenfalls sagt man auch, man pindelt sich da irgendwie einen weißen Streifen oder so hier drauf oder ein schwarzes Heck oder so ein weißes Heck wie jetzt hier. Das ist durchaus machbar. Das lässt sich eigentlich ganz gut machen. Gut, man kann hier auch ein bisschen was wieder entfernen oder zuvor gefertigte Sticker hier einbinden. Ich nehme mal irgendwie rot. Irgendwie sowas in der Art. Damit, das ist eine Methode. Das ist eine Methode. An sich lässt sich damit auch schon einiges machen. Aber es gibt zum Beispiel so Dinge, man möchte gerne ein bisschen Werbung machen. Sagen wir mal, einfach für einen Kumpel aus Spaß oder so. Ja. Oder sonst irgendwie einen Bekannten, der irgendwie eine Firma hat. Man möchte halt einfach ein bisschen Werbung drauf haben. So auf dem Fenster. Das geht standardmäßig nicht. Also wenn man hier das Dreieck guckt, die Fenster bleiben frei. Aber es gibt eine Methode, womit das zum Beispiel gehen würde. Damit hat man auch an sich auch mehr Möglichkeiten. Geht wahrscheinlich auch mit Detailgrad her ein bisschen schöner. Und zwar muss man auf Neu gehen, Repaint-Vorlage exportieren. Dann mit einer, ich nenne es mal eine Vorlage, kommt in einen ganz bestimmten Ordner, den werde ich auch gleich zeigen. Ja. Dann hat man eine Vorlage. Wichtig, sie ist ausschließlich weiß. Das heißt, der Bus sieht im Endeffekt genau so aus. Warte, von der Seite. So, also der würde genau so aussehen und nicht anders. Das ist schade. Ich hatte auch schon meinen Feature-Vorschlag gemacht, dass wenn man zum Beispiel sagt, so, der untere Teil soll schwarz sein, der obere soll weiß sein. Ja, boah, das sieht scheiße aus. So. Das ist unten rot, oben weiß, dass man das dann als Vorlage hat. Das geht leider nicht. Das muss aus irgendwelchen technischen Gründen nicht gehen. Aber ich würde sagen, ich rede nicht mehr so ganz aus um den heißen Brei. Jetzt präsentiere ich euch mal das Ganze, was außerhalb vom Spiel repainted. So. Da werden wir zumindest schon mal außerhalb vom Spiel. Erstmal vorneweg zeige ich euch, wie ihr den Ordner findet, wo eure ganzen Dateien am Ende landen. Und zwar müsst ihr erstmal eingeben, %appdata%. Dann kommt ihr in den Ordner namens Roaming. Da müsst ihr hier oben auf AppData klicken. Dann Local Low. Und dann hier PDP-GBR. City Bus Manager, Mods, Repaint und unter Defaults. Da findet ihr jetzt allerhand. Beziehungsweise an sich eigentlich nur nicht allerhand, sondern eigentlich nur eine einzelne Datei von dem Bus, den ihr exportiert habt. Sei es zum Beispiel von einem Volvo 7900G, sei es von einem Citaro C2, sei es von, ja, gut und so weiter und so fort. Ja, ich würde sagen, wir öffnen einfach mal irgendeinen. Wir nehmen einfach mal den Citaro C2, beziehungsweise ich brauche noch eben kurz was aus einem anderen Bus, eventuell. Ja, vom Prinzip her könnt ihr jetzt hier machen, was ihr wollt. Ich nutze mal eben kurz hier, ich hoffe mal, dass es jetzt die passende Ebene ist. Jo, das war sie sogar. Könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen, okay, ja, Mercedes-Bus. Ja, Mercedes-Bus und dementsprechend braucht ihr ein Mercedes-Logo. Kann man machen, muss man nicht. Sieht halt nur ein bisschen interessanter aus. Fügt zum Beispiel einfach ein Mercedes-Logo ein, wie ihr es gerade braucht, wo ihr es gerne haben wollt. Das ist schon mal eine Methode.
oder eine Sache, die man machen kann. Theoretisch die Marke, von dem der Bus kommen würde. Dann könnt ihr ein x-beliebiges Bild oder x-beliebige Zeichen, Streifen, wie auch immer, auf euren Bus klatschen. Zum Beispiel Fenster konnte man nicht auswählen. Sagen wir mal hier irgendwie ein schönes Rot. Man könnte jetzt theoretisch sagen, das hat jetzt gerade sehr gut funktioniert. So, jetzt hat es mal funktioniert. Könnt sagen, ihr packt einfach einen roten Streifen an der Seite von eurem Bus. Gut, ist jetzt nicht schön, soll aber einfach wenigstens demonstrationsmäßig da sein. Man könnte auch theoretisch sagen, ja, das Ganze könnte man natürlich auch mit irgendwelchen Bildern machen. Das heißt zum Beispiel hier von der Dampflok oder hier von dem Kesselwagen. Eine Sache, die dabei auch ganz wichtig ist, das werdet ihr wahrscheinlich, warte, sie, aber am besten, damit es glaubwürdig ist, mal nehmen wir mal eine andere Farbe. Türen können nämlich nicht beklebt werden. Das geht auch nicht hier. Das ist halt einfach so. Falls euch natürlich auch diese Weiß zu langweilig ist, wählt ihr halt, warte, das war falsche, wählt einfach irgendwas aus hier. Sucht euch eine passende Farbe aus. Bei dem wir nehmen mal ein schönes Grün. Und macht jetzt einfach alle Teile, die ihr gerne grün haben wollt, einfach grün. Das geht. Was allerdings dabei zu beachten ist, wenn, das sieht man von Weitem nicht. Ich weiß nicht, hat der Bus das überhaupt? Eigentlich müsste der Bus das sogar haben. Rein theoretisch. Ja. Hier kann man sehen, hier ist eine einzelne kleine Farbe. Wahrscheinlich wird man es im Game nochmal sehen. Die müsst ihr, wenn ihr den Bus von an sich grün haben wollt, ebenfalls grün machen. Das hat nämlich den simplen Hintergrund, dass überall, was ja, dieser kleine Randbereich ist, macht nach meiner Erfahrung, zumindest war es beim Sprinter so, erscheinen irgendwelche weißen Streifen am Bus und ich glaube, das kommt nicht ganz so gut an, wenn auf einmal ein ganzer Bus an sich eigentlich, weil ja, an sich der Bus eigentlich rot sein soll und überall ist dann jeder Ecke und Kante irgendwo einen weißen Streifen. Das sieht nicht schön aus. Deshalb war der mein Hauptgrund, warum ich den Feature damals auch mal vorgeschlagen habe. Ja, ist ja schade, dass man den nicht umsetzen kann. Ja, prinzipiell könnt ihr theoretisch das Spiel jetzt, den Bus jetzt so in euer Spiel bringen. Wie, das werde ich jetzt gleich zeigen. Einfach speichern, wie ihr es wollt. Ihr könnt auch theoretisch weiter bearbeiten, wenn ihr lustig seid. Ja, und ich würde damit auch sagen, da sind wir uns gleich nochmal eben wieder im Spiel. So, da werden wir schon wieder in-game. Wir gehen mal in den Marktplatz. Und ja, da wir ein Citaro C2 bearbeitet haben, kaufen wir uns auch ein C2. Wenn ihr jetzt euer Repaint haben wollt, was ihr zuvor ausgewählt habt, dann müsst ihr auch Repaint-Vorlage importieren. Dann braucht ihr folgenden Dateipfad. Entsprechend da, wo der ganze Rummel gespeichert ist, wenn er nicht da sein sollte, was in der Regel der Fall ist. Da muss man halt sich aus dem Ordner eben den Dateipfad oben rauskopieren und hier einfügen, damit man hier auch die passende Auswahl hat. Ja, jetzt wählen wir mal unseren Tutbus. Ja, schön, aber selten. Ja, hier kann man wunderbar erkennen, Türen können nicht beklebt werden. Also das sind die einzigen Flächen, die eigentlich immer frei bleiben. Also, es ist kein Meisterwerk. Aber es sieht schon mal einigermaßen aus. Gut, das Los ist ein bisschen verpixelt, aber gut. Ich weiß nicht, kann man das hier sogar erkennen? Ja, ich glaube, da kann man sogar ein bisschen erkennen. Hier entlang wäre jetzt durchgehend dieser weiße Streifen, wenn ich jetzt hier die Seitenfläche hätte auch gemacht. Gut, das ist hier ein anderes Bauteil. Also gut, zur Präsentation ist der Bus jetzt, glaube ich, nicht ganz so optimal gelungen.
nicht optimal aus, weil, ja, und an sich war es das auch schon. Also das ist an sich der ganze, ist zumindest das Grundprinzip, also man kann mehr draus machen. Das ist jetzt nur zu Demonstrationszwecken, wenn ich da richtig, jetzt hätte was fürs Tutorial erstellt. Und das auch alles aufgenommen, ich glaube, dann wäre man bestimmt bei einer Viertelstunde, halbe Stunde nur um den Bus zu designen. Und ehrlich gesagt wollte ich Ihnen auch nur das nahebringen, was entsprechend eigentlich das Relevante ist. Ja, von daher würde ich genau sagen, sehen wir uns vielleicht mal in dem Let's Play, was ich auch von dem Spiel mache, nochmal wieder. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal.